Hallo und moin. Mein Name ist Chris Pohlmann. Ich bin einer der neuen Moderatoren bei Tide Sessions. Außerdem betreue ich auch seitens der Clubkinder das Klanglabor, eine Newcomer-Förderung in Kooperation mit Tide und dem Rock City e.V. Heute zu Gast ist Tom Klose mit seiner Band. Der beginnt jetzt mit den ersten drei Songs und startet mit Wayfarer. Viel Spaß! I've learned so much from you, much more than in all my days combined. And still, I'm such a fool, one that's wasting all your time. So I'm going on just to see what this world is all about, what it's all about. For I've seen my life in a dream. I was wandering with the wind, and I was free from my responsibility for all the madness I got myself in. So I'm going just to see what this world is all about. And I'm going far, for I was born to be a wayfarer. Oh, I've lived in here for so long. Now it's time to shed my skin. This whole world could be my home, and this dead end road is just where I begin. Oh, this daddy road is just where I begin. So I'm going out just to see what this world is all about. And I'm going far.
recognize myself. I look like someone else in the mirror. I know what I did was wrong. I was just playing along. I was trying to see clearer. I know what I want is you, but you never wanted to be with me. So I went for someone I knew would stay with me tonight to make me happy. Now there's nothing I can say that can take your pain away, and I'm sorry, but you know I can't regret to have done something like that. It's not easy. Am I such an asshole to doing what I want to do with no doubt? I'm curious just like you, thinking about you know what love is all about. Oh, this life is quite absurd if two things to be heard. Who's gonna take care? Who's gonna take care of the hunters when the rider is gone? Yeah. Oh, you wanna stop doing what you're doing, cause it's taking too long. You plead all your cards and now look at it, got you down there.
And how are the vultures pick flesh from another man's bones? Yeah. This ain't no country for an honest man, son. I sure hope that you understand. Everyone I get by with what you love. Start giving a fuck, giving a fuck. Cause in a place like this, ignorance is bliss. Don't listen to the shit people have at you with. As a matter of fact, it's just a matter of trying your luck. Who's gonna take care? Who's gonna take care of the horses when they're out of this long? Yeah. Oh, you wanna stop doing what you're doing, cause it take you too long. Treat all your cousin, now look at it, got you down there. Down where the vultures pick flesh from another man's bones. Out here in the wild, the stronger survive. And if you don't run, they will eat you alive. Casting you off, taking what is left inside. We're not gonna do it, no, we're not gonna let it happen. We're not gonna do it, no, we're not gonna let it happen. Oh, 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 we're not gonna do it, we're not gonna do it. I said we're not gonna do it, no, we're not gonna let it happen. Who's gonna take care? Who's gonna take care of the horses when they're out of here? Yeah, I just wanna stop doing what you're doing, cause they're digging too long. Beat all your cousin, now look at it, catch you down there. Down where the voices big flash from another. Who's gonna take care? Who's gonna take care of the horses when they're out of here? Yeah, I just wanna stop doing what you're doing, cause they're digging too long now. Oh, 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 oh. It got you down there. Now all the forges pit flash from another man's bone. Wow, 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 wow. 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 Hallo Tom. Guten Tag, na? Schön, dass du da bist. Danke, ich freue mich. Geht's gut? Ja, auf jeden Fall. Aus Super. Der Puste, aber gut. Die ersten drei Songs gehört. Ja. Du bist Tom Klose, Namensgeber der Formation um dich herum. Machst, soweit ich weiß, schon mehrere Jahre Musik, 7 in dem Rahmen und seit anderthalb Jahren jetzt in der Konstellation. Ja. Stell uns doch vielleicht zuerst mal deine Band vor. Ja, sehr gerne. Wir haben hier links außen, wie beim Fußball, du spielst auch Fußball, ne? Siehste? Niklas Hart am Cello, an den Drums Max Schneider, bekannt aus vielen anderen Formationen auch, und Martin Basmati am Bass. Genau. Da seid ihr vier. Und ja. Dem Zuschauer ist es jetzt wahrscheinlich gerade aufgefallen, ihr steht im Kreis da. Das ist ja erstmal relativ ungewöhnlich für eine Band und für einen Auftritt. Warum ist das so? Wir wollten so ein bisschen Studioatmosphäre hier reinbringen und so ein bisschen auch Proberaumatmosphäre. Mhm. Bis auf den Teppich. Sieht es bei uns genauso im Proberaum auch aus. Wir haben leider nicht so einen schönen Teppich. Müssten wir vielleicht mal... Na, ist eine Anschaffung wert. Nee, aber genau so stehen wir eben auch im Proberaum. Und warum stellt man sich so hin? Was hat das für Gründe? Naja, man kann sich gegenseitig sehen und sowas. Ne? Also zum Beispiel bei den Songs gerade eben war das auch an der einen oder anderen Stelle ganz praktisch, zu sehen, was der andere so macht. Drauf einsteigen, damit genau, umgehen. Genau. Super. Wie war das letzte Jahr für euch? Erzählt mal, was habt ihr so gemacht? Das letzte Jahr war sehr schön. Beim letzten Jahr fallen mir immer sofort erst die Auftritte ein, weil die Auftritte, das ist halt das, was ich am liebsten mache. Ich spiele am liebsten live und am liebsten mit der Band live. Und wir hatten letztes Jahr mit der Band geile Auftritte beim Dogville und beim Barock im Park. Und wo noch?
ganz viele schöne Sachen. Und ihr habt den Krach und Getöse-Wettbewerb gewonnen, so einen Newcomer-Preis. Ja. Darum auch im Doppel gespielt, glaube ich, ne? Genau, das war einer der Preise. Und Krach und Getöse eben von Rock City organisiert und von der Hasper-Stiftung wird das Ganze dann gefördert. Super. Genau, und das hat uns eine Menge gebracht, also das kann ich nur empfehlen. Am 8. April ist, glaube ich, genau, ist Einsendeschluss, also man kann sich noch bewerben dafür. Es geht weiter. Ich würde jedem das nur empfehlen, das zu tun. So, und wir befinden uns also jetzt in eurem Proberaum, in der Couch, die ihr natürlich auch im Proberaum stehen habt. Wir sitzen hier. Habt ihr denn Rituale, Besonderheiten bei der Probe oder irgendetwas, was euch von anderen abzeichnet, irgendwas Besonderes? Ich glaube nicht, dass uns das von anderen abzeichnet, aber alberne Gespräche sind immer ganz gut und doofe Kommentare von jedem immer gern genommen. Ja, man redet über Sachen, die mit der Musik nichts zu tun haben zwischendurch, um das Ganze so ein bisschen locker zu halten. Genau. So, nicht auf Krampf, aber das passiert einfach so. Schöne Atmosphäre, dann entstehen auch gute Lieder. Ja, auf jeden Fall. Gute Lieder. Ja. Sind wir beim nächsten Thema. Was sind deine Einflüsse? Was ist auf deinem MP3-Player? Was hörst du dir an, um auf die Ideen zu den Stücken zu kommen? Also eine Menge Sachen, die aus dem Folk-Bereich kommen in letzter Zeit. Aktuell, also ich höre andauernd sowieso immer Bon Iver und das ist auch eine ganz große, ein ganz großer Einfluss. Und also Folk-Sachen, ich höre gerade Stu Larsen, das ist, ja, den kenne ich auch durch einen Kumpel und sowas. Und ja, so ruhige Folk-Musik eigentlich. Und Avid Brothers hat mich jetzt, und Lilluminiers, die kennt man ja auch, die waren jetzt in den Charts und so. Genau. Sowas schon auch. Und so ist im letzten Jahr auch eure erste EP entstanden. Ja. Come Closer. Hier ist sie. Wie lief's damit? Lief gut. Wir haben eine Auflage von 1000 gehabt und die ist jetzt weg. Also schon weg? Seit dem 30. Juni. Also am 30. Juni haben wir die released und seitdem haben wir die bei Konzerten verkauft und übers Internet. Und die sind jetzt weg und jetzt liegen bei mir 2000 neue in meinem Keller. Die zweite Auflage ist also gedruckt. Kann man, ja, sich gerne besorgen. Super. Und jetzt ist ein neues Album in den Startlöchern. Das kommt raus. Ja, also hoffentlich im Herbst. So, ne? Wir gehen ins Studio dafür demnächst und sind so in der Vorproduktion. Das heißt From Weeds to Woods und so heißt auch der Titelsong. Und den hören wir jetzt gleich den auch, ne? Den spielen wir jetzt direkt, ja. Dann geht doch rüber. Ja. Dann hören wir uns die nächsten Stücke an. Geht los. We all feel so small, hiding under our hood. But together we grow tall, we grow from weeds to woods. Seeds sprout from frozen soil, right underneath my foot. Will you love me? Just like I hoped you would. Oh, 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 oh. Oh. Trembling sound. No
feel the lion's paw. And when you see the lion's jaws, it's too late for your remorse. It's too late, far too late for your remorse. So you run, 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 run for your life. It's gonna eat you alive. You better run for your life. It's gonna eat you alive. We're gonna eat you alive. Once you felt the lion's claw, it'll teach you, it'll teach you to avoid. Cause you know that beast you will stand before. It can slash you, it can tie you to the core. It'll slash you, it'll tie you to the core. So you run, 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 run for your life. So, hallo, hallo. Vielen Dank nochmal. Anstrengender Job, ne? Sehr gerne. Das hin und her. Ja, aber ne? Man macht es gerne. Man muss tun, was man tun muss. Jetzt haben wir gerade gehört, einmal den titelgebenden Song vom neuen Album, From Weeds to Woods, und aus dem letzten Album Born a Lion. Genau. Was ist denn für dich ganz persönlich oder auch für die Band der größte Unterschied zwischen den beiden oder die größte Änderung? Ich glaube, auch einer der Gründe, warum wir die gerade so gegenübergestellt haben, ist, weil das wirklich... Der Unterschied ist, glaube ich, das kann ich ganz kurz zusammenfassen, darin, dass bei Born a Lion habe ich mir die Seele aus dem Leib geschrien und gesagt, okay, so
alles raus. Weiß nicht, einfach Energie, so Energie und Kraft und sowas, dafür steht der Song so ein bisschen. Mhm. From Weeds to Woods ist auf jeden Fall ist so ein tiefer Song, irgendwie so ein tief gefühlvoller Song. Und der einfach, wo ich auch auf die Töne hören muss und sowas. Das, den kann man nicht so rausschmettern, nee, das genau, ist ein Fingerspitzengefühl. Da muss man irgendwie runterkommen. So. Und das ist einfach so ein Gegensatz, so ein kleiner. Geht das jetzt nur für den Song oder kann man das auf die Alben übertragen? Oder auf die EP und das kommende Album? Nee, also das Album, mir ist Vielfalt immer total wichtig. Und deswegen haben wir auch aus verschiedenen Genres einfach, zum Beispiel der eine Song, den wir gespielt haben vorher, Vulches, der ist so ein bisschen funkiger. Genau. Aber mit Akustikgitarre, also Abwechslung finde ich sehr wichtig. So. Möglichst viele verschiedene Stile nicht festlegen lassen. Warum singst du eigentlich auf Englisch, wenn du doch Deutsch sprichst? Ja, also ich habe einfach, ich hege eine tiefe Liebe zu dieser Sprache einfach. Auch so schnulzig, wie das klingt, aber genauso schnulzig ist es eben auch. Dieses Gefühl, was ich habe. Und ich studiere auch Englisch zum Beispiel, weil ich immer irgendwie besser werden will und zumindest da das Gefühl habe, dass ich da eine Menge mitnehme. Und ich finde einfach, es klingt, für mich klingt es einfach schöner. Ich singe lieber auf Englisch. Also studierst, du hast die Band, dann hast du ja auch einen vollen Terminplaner die Woche. Du machst, ich weiß, viele Auftritte schon im Jahr. Ja, also bist viel unterwegs. Also im letzten Jahr hatten wir über, also ich spiele ja auch oft alleine so. Mhm. Und so bin ich dann auf über 100 Auftritte gekommen. Wahnsinn. Und deswegen auch einer der Gründe, warum das letzte Jahr so geil war für mich, weil ich liebe es einfach aufzutreten und viel zu spielen. Was steht denn in diesem Jahr so an? In diesem Jahr, weißt du schon was? Gibt es schon Aussichten? Können wir uns auch was freuen? Also wir haben gerade darüber gesprochen, ich will erst noch mein Studium fertig machen. Okay. Dieses Jahr hoffentlich. Viel Erfolg. Genau. Und halt zeitgleich das Album aufnehmen. Mhm. Genau, dafür suchen wir uns ein Label. Also wir suchen gerade eins. Also momentan seid ihr noch komplett autark und labellos unterwegs. Genau, die CD haben wir alleine mit unserem Kumpel aufgenommen. Mhm. Und da wird gelacht. Unser Produzent ist unser Kumpel. Erst war er der Kumpel und dann der Produzent. Vetternwirtschaft. Ja, so gesehen. Ja, mein Bruder zeichnet ja auch zum Beispiel das Artwork. Das ist auch wieder so ein bisschen so ein Familiending. Aber genau, das dann mit dem Label und dann suchen wir uns eine Booking-Agentur, damit das auch mit den Auftritten mehr wird. Genau. Auftritte weiß ich. Du bist gerade dabei, selber eine Tour zu booken. Genau. Das ist eine Solo-Tour. Ja. Da machst du auch alles alleine? Ja, also ich habe einfach mal so gedacht, warum nicht? Kann man bringen. Ich kann es ja mal versuchen. Und es klappt relativ gut. Also ich werde auf jeden Fall im August unterwegs sein. Okay. Nordwestdeutschland und Berlin. Nordwestdeutschland und Berlin. Weil also Berlin war auf der Route nicht drauf und deswegen mache ich einen kleinen Abstecher noch nach Berlin. Hast du schon andere Städte? Also Nordwestdeutschland heißt Hamburg ja, auf jeden also Fall. Hannover. Genau. Bis runter nach Aachen. Und genau, auch Hildesheim zum Beispiel. Schon bestätigt, ja. Aber kann man alles auf der Seite sehen, dann, wo das stattfindet, tomklose.de. Super. So. Ja. Da bist du solo. Wann ist die nächste Tour mit der Band geplant? Ist eine geplant? Ja, also sobald das Album fertig ist, eben die Albumtour. Mhm. Und ich will jetzt nicht zu viel sagen. Weiß ich nicht, Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres, würde ich schon hoffen. Drücken wir die Daumen. Dass es klappt. Und ansonsten eine Möglichkeit, euch in nächster Zeit mal irgendwo zu sehen? Ja, also wir haben ja schon vom Krach- und Getöse-Preis gesprochen und der hat uns auch einen wunderschönen Auftritt ermöglicht, den wir am 25.04. spielen im Nachtasyl mit der anderen Band, wo der Max noch mitspielt, nämlich 1 Million Steps. Und genau, da würde ich mich ganz doll freuen, wenn da ganz viele Leute hinkommen. Also ich bin auf jeden Fall da. Würden wir uns alle freuen, natürlich. Ich bin auf jeden Fall da, das sage ich schon mal. Dann hören wir jetzt gleich einen letzten Song von dir. Winter for Now, das ewig letzte Lied, wie du mal gesagt hast, also auf den Konzerten das letzte Lied. Genau, das spielen wir immer zum Schluss, weil das ist so ein bisschen so das Finale. So. Es hat auch ein bisschen Überlänge. ich hoffe, wir kriegen das hin. Dann läuten wir jetzt das Finale ein. Vielen Dank fürs Gespräch. Ja, danke auch. Mach's gut. Ciao. Dann spielt Tom Klose jetzt sein letztes Stück, Winter for Now, vom neuen Album. Ich bedanke mich und wünsche viel Spaß mit dem letzten Song. Ja, das geht auch. Okay, geht auch ohne Fernsehen. Alles klar.
I mean, that's to say I do. And you don't have to like it, but I like you. And there's a hole, what makes me whole. And I'm losing it, losing it, losing it, losing control. Oh, 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 oh. So may somehow